Hantai und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 mit dem Leben der Bella Grusel in Merkwürdighausen und Familie Kurios. Und das hier ist aber jetzt Tamara. Tamara Kurios, die Ehefrau von unserem ersten außerirdischen Jungen hier. Die ist, ja, die Tamara, ich weiß gar nicht so ganz genau, ich muss mal gucken, Kamera, du. Hast heute, glaube ich, noch nicht nach einem neuen Job gesucht. Genau, und du, ach, das habe ich sie gerade noch, ihr noch beauftragt. Sie will doch Kriminelle werden. Deswegen darf sie da gerade noch was suchen gehen. Und, so, Architektur. Da Bella nun jetzt. Ich mache eine Hochzeitsfeier mit Bella. Bella wird nicht. Oh, Verbrecher. Das ist doch die Stelle, die sie haben will. Genau, Job annehmen. Ja. Okay. So, jetzt mal ganz kurz. Also, erstmal nach Tamara kurz schauen. Hat also jetzt die kriminelle Verbrecherkarriere begonnen. Okay, und oh, sieht nicht so danach aus, als ob wir irgendwie groß was tun müssen. Dann werde ich sie erstmal nach oben schicken. Und erstmal auf die Toilette und dann kannst du ins Bett gehen. So. Und unsere Bella. Bella wird nochmal heiraten. Ja, sie isst jetzt erstmal was und dann wird sie den Nervus heiraten. Ich finde, Nervus ist voll cool, so in diesem Outfit. Ja. Den finde ich so süß in diesem Outfit irgendwie. Das ist wirklich genial. Steht ihm total. Und er wird dann auch nochmal heiraten. Und diesmal eine Frau, nämlich die Bella. Sie ist 67. Ich meine, mal gucken, wie lange sie noch hat. Schauen wir mal, ne? So, Egon schläft noch. Die Belinda, die ist hier vorne. Okay, Belinda, wenn du fertig bist, kannst du den Rest noch weglegen. Ich wollte dir eigentlich auch nochmal ein Date besorgen. Warte mal, die Mama muss oder will ans Telefon, ne? So, jetzt gucke ich mal, mit wem verträgst du dich noch nicht? Och, guck mal, du verträgst dich mit dem Nervus ja noch gar nicht so gut. Dann würde ich einfach mal sagen, du könntest mal mit dem Nervus ein bisschen abhängen. Ach, warum? Warum hast du es jetzt nicht aufgeräumt? Blöd. Naja, gut. So. Bella geht ans Telefon. Ja. Dim, 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 dim. Okay. Oh. Party machen. Und ja, ich lade mal lieber nicht die ein, wo über lauter Herzen sind. Das kommt nicht so gut. Aber die anderen unten drunter, keine Ahnung. Oh Gott, sind doch recht viele. Oh, die scheinen alle zu kommen. Dann machen wir doch direkt erstmal. Ja, was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Wir brauchen ein Müffelbuffet. Das stellen wir wieder irgendwo hier nach draußen, oder? Da, wo es hinpasst. Na? Dahin. Dann ja, machen wir noch mal eine Hochzeitstorte. Die machen wir hier so in die Mitte. Und den Bogen brauchen wir natürlich. Machen wir mal jetzt diesen Bogen. Ups. Moment. So, oder? Yay! Oh, wer kommt denn da mit dem Fashion Auto an? Ist das Lutz? Ja, Lutzi ist wieder da. Hallo. Fast 4.000 verdient der Mann. Ey, das ist ja krass, oder? Ah, Kurt kommt auch. Und Kurt. Oh nein! Wow! Kurt hat sein Lebensziel erreicht, erfüllt. Er ist jetzt ein Partykanaler. Du schwelgst im Luxus und musst keinen Pfennig dafür bezahlen. Mach dir ein schönes Leben, feiere Partys und wohne im Haus eines anderen. Du hast mehr falsche Freunde als der einflussreichste Politiker der Stadt. Genieße das Lotterleben, solange du es noch kannst. Von 22 bis 2 Uhr ist seine Arbeitszeit ab sofort.
Ja, das ist ja cool. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Moment, also das 3 Tage arbeitet der doch nur. Pff. Oh, das ist ja nichts, ne? Das ist ja echt nichts. Wer ist denn das hier? Susi Langer. Du kannst mal mit ihr quatschen. Warte mal, plaudern und mal sie abchecken. Was? Schocker? Nein. Flirten, abchecken. So. Und er hat auch noch irgendwie gerade eine bestimmte Menge verdient. Ach nee, das war nochmal das Partyknaller, dass er das. Oh nee, doch, da ist es doch. Mensch, 10.000. Kohle. Großartig, echt, ey. Krass. So, Nervus, wo bist du? Du hast es total vergessen, mit Belinda abzuhängen. Ja. So, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich sag Bella, sie soll heiraten, weil ich gerne ihr den Nachnamen behalten lassen möchte. Also muss ich ihr. Oh, ihr trefft euch hier hinten. Also muss ich ja hier sie hier unten hingehen lassen. Kommt, mach das mal weg hier. So. Und? Und? La la la. Da 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 da. Shogasala. Kemono no shidigai. Kelo. Aha. Kamola nesina molai. Fenkoma senta. Ah, Magica! Ach, die beiden. So, jetzt heißt Nervus auch wirklich Grusel. Und ich finde es irgendwie echt süß, dass die Bella jetzt auch noch geheiratet hat. Warte doch mal. Hier, romantischen Kuss, mein Lieber. So, und irgendjemand kann mal hier das Essen servieren. Ah. Stimmt, Lutz und. Nee, wer war das mit? Doch, Lutz und diese Britta, die sind verknallt. Wer ist das? Beate Quark. So, Kurt. Ich wollte nochmal kurz gucken, was doch jetzt mit dieser einen da gequatscht. Oh, nee, ich mag sie nicht. Okay. So, mein liebster Kurti. Nee, du schläfst jetzt nicht. Du gehst jetzt erstmal ein Truthahn essen und dann, okay, dann kannst du nach oben, kannst hier benutzen, baden und Bett machen, was? Nee. Wo ist er denn jetzt? Schlafen. So. Egon spielt hier oben. Egon, zieh dir mal was an. Warte mal, umziehen. Alltagsklamotten. Er hat es leider total verpasst hier unten, ne? Naja, gut. So. Hey, Belinda, kann ich Lutz sprechen? Ja, ich denke schon, dass du das kannst. Ich weiß nicht, ob er kommt, aber schauen wir mal. So, ich glaube, wen hatte ich hier? Belinda hatte ich gesagt, ne? Ja, sie muss hier noch malen. Was? Rangeln spielen. Ah, hier ist voll die Party. Hier. Die da hinten, die Susi, glaube ich, heißt. Nee, das ist nicht Susi. Ah, wer ist das? Das ist die Britta, die hat sie gesagt, ruf mich. Oh, gute Akku. Oh! Juhu! Ui! Tamara ist schwanger! Juhu! So, wir haben zwar einen neuen Job, aber nun muss sie, oder ja, braucht sie quasi gar nicht mehr arbeiten erstmal. So, du gehst mal kurz baden, dann gehst du nochmal eine Tasche tiefer und musst nochmal, keine Ahnung, hier draußen kannst du dann, nimm mal einen Salat. Und die Bella sich hingezogen fühlt. Ach, wie süß. Sehe ich auch nicht immer.
So, wir schneiden mal die Torte an. Ich komme mal ein bisschen runter. So. Oh, Torte anschneiden. Und jetzt essen wir die Torte. Ist das irgendwas im Weg? So. Voll die Party. Super, super duper. Ist ja cool. Oh, irgendwie ist hier was. Die haben alle weiße. Weiß an, ne? Der hat einen weißen an, der hat einen weißen an und er hat auch was Weißes zumindest oben an. Interessant. So, Bella, wie geht es dir? Du könntest mal. Genau, räumst das mal auf. Das ist sehr nett von dir. Lass ich dich gerade mal aufräumen. Tamara hat das hier jetzt an, okay. So, dann geh mal auf die Toilette und den Rest kannst du... Nee, nicht essen. Kannst du dann auch noch abspülen. Klasse Stimmung, das ist echt cool. So, auch der Lutz, ne? Ich muss den anderen mal hier auch Torte essen. Belinda kann auch noch weiterhin Torte essen. Ich wollte eigentlich, dass du mal ein bisschen mit dem Nervus hier. Und ich vergesse dein Date nicht. Wir werden daten. Aber die Mama war jetzt gerade mal kurz wichtiger. Telefon. Wo wäre es das? Ich wollte sie auch gerade aufs Telefon schicken. Auf die Toilette schicken. Hey Lutz, kann ich kurz sprechen? Ja, ich glaube schon. Ich denke, ich weiß es nicht. So, und dann geht Belinda auch mal ins Bett. So, Lutz, du kannst auch mal auf die Toilette gehen. Hier, die beiden sind Freunde geworden. Oh, Tamara und hier, die Susi Lange. Wie mag die? Kann das... Ach nee, Tamara, du kennst... Hä? Oh Gott. Tamara kennt ja die halbe Familie noch gar nicht. Das ist mir noch gar nie aufgefallen. Shit. Okay, dann müssen wir machen jetzt. Klasse Stimmung, yay. Die kennt den Kurt nicht, die kennt Lutz, kennt sie. Die kennt Belinda nicht und Bella nicht. Und Nervus auch nicht. Gott. Ist ja krass. So, dann würde ich nämlich mal sagen, hier so plaudern. Bewundern. Keine Ahnung. Urlaub? Urlaub buchen? Achso, nee, ich habe jetzt auf den Computer geklickt. Bella ist verheiratet. Bella ist verheiratet. So, dann räumen wir hier auf. Spülen. Hier abspülen, das abspülen und danach kannst du vielleicht mal ein Sprudelbad heute nehmen. So, Tamara, hast du Nervus jetzt kennengelernt? Ja, ich mag ihn nicht. Belinda, bist du? Bist jetzt im Bett? Da sind übrigens deine Hausaufgaben hier unten. Die haben wir gar nicht begonnen jetzt. Naja, gut. Lutz und Tamara. Gucken wir mal nach Bella. Bella, wenn du fertig bist, kannst du mal mit Tamara plaudern. Und über Grillkäse vielleicht auch noch plaudern. So. Damit die zwei sich dann vielleicht auch mal kennenlernen. Oh, warte mal, ich muss mal gucken. Oh. Sie ist jetzt 68 und nach diesem Balken hier könnte es fast echt das nächste Mal sehr, sehr knapp werden. So, ich muss mal gucken. Du müsstest... Ja, Nebenlaufbahn. Zu Spaß könnte ich mir vorstellen, dass Romantik zum Beispiel ganz gut passt. Okay. So, jetzt gucke ich nochmal die anderen. Ich weiß nämlich nicht. Ah, Egon hat auch noch einen. Oh, drei sogar. Eins, zwei, drei und hat er alles voll gemacht. Cool. Oh, Tamara auch. Einen noch dazu. Sehr schön. Okay. Oh, und Lutz hat auch noch drei. Auch er hat alles jetzt voll. Ja, cool. Na gut.
So. Also, der Lutzwurf. Ich weiß nicht. Was mache ich denn mit dir, Lutz? Zwei Liebschaften zur gleichen Zeit. Stimmt, das hast du. Die Affäre hast du mit Britta und du bist eigentlich verlobt mit, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Was ist denn das? Ah, lebenslange Platinlaufbahn erreicht. Okay. Das Zeichen kannte ich irgendwie anscheinend noch nicht auswendig, ne? So, dann kannst du nämlich mal duschen und dann gehst du erstmal ins Bad, ins Schlafen so rum. Bella, Bella, die ist im Bad und dann gucken wir mal, ob, dass sie mit Tamara quatscht. Unser Nervus, der liegt hier noch ganz glücklich in seinem Bett. Der weiß noch gar nicht, dass er ja quasi dann jetzt bei Bella schlafen darf. Das ist ihm vielleicht noch nicht so bewusst, ne? Oh, Belinda, du bist gerade auf. Warte mal. Warte, quatscht sie mal an, damit ihr zwei euch auch mal kennenlernt gerade. Ich finde mich eigentlich so... Ja, ihr könntet gute Freunde, Freundinnen werden. Finde ich so. Oder auch nicht. Fragen, Gelegenheitsgruppe, nie reden, plaudern. So, und genau, und dann geh du mal benutzen, säubern. So, und dann lernt Bella sie auch kennen. Reden, plaudern. Was war das da unten? War das ein Geist? Oh, plus 1000. Ja, das ist... War das Friedbert? Oder war das Pascal? Ich glaube, das war Friedbert, oder? Komm. Ja, Friedbert, hallo. Sie werden hier alle rumgeistern. Ich bin ja schon glücklich, wenn da nichts kaputt geht. Das ist nicht wie bei Sims 4. Da gehen die auch immer in solchen Gerätschaften und... Oh, das will ich nicht nah alles lesen, Leute. Entscheidet er sich jedoch für das Falsche, wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die möglicherweise das Ende der Welt bedeuten könnte. Okay, wir müssen irgendein Kabel durchschneiden anscheinend. Ich nehme das grüne Kabel. Egons Errungenschaften haben große Bedeutung für den Gartenbau und er kassiert 55.000 Simoleons. Oh Gott. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich lese es nicht durch. Aber wir haben viel Kohle erreicht. Jetzt haben wir über 200.000 Simoleons. Yay! Das ist ja cool. Das ist ja gigantisch. Belinda. Die guckt hier sich an. Guck mal, mach mal, spül das mal ab. Doch. Und dann mach mal Hausaufgaben, so. Och Mann, ich will nicht abspülen. Das war jetzt irgendwie so, oder? Meine ich das nur. So, Lutz schläft. Bella. Komm, Bella, du gehst mal in dein Bett entspannen. Und der Nervus, den schicke ich dir auch hoch zum Entspannen. Der Kurt, der ist gerade noch, wahrscheinlich ist da keiner mehr am Telefon, oder? Ja. Kurt. Was mache ich mit dir denn jetzt eigentlich, Kurt? Natur. Ah, wir könnten... Ich könnte dich... Guck mal, das Müffelbuffet verkaufe ich wieder und den Hochzeitsbogen auch. Und, kann ich denn nicht nach den Insekten schauen? Seltsam. Das geht doch normalerweise. Ich schicke dich mal einfach ins Zelt. Das ist auf jeden Fall Natur. Und die Tamara, wo ist die jetzt gerade? Ah, die schläft schon wieder. Jo. Ja, die ist halt schwanger und deswegen auch öfters müde. Und die Belinda, die ist jetzt am Hausaufgaben machen. So, und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ja, am nächsten Tag, also am Mittwoch, wenn die Belinda nach Hause kommt, muss ich ihr unbedingt mal ein Date aufdrücken. Und zwar ein Blind Date, damit sie einfach ein paar andere kennenlernt. Mit diesem Ibrahim ist sie zwar, hat sie drei Blitze, also wirklich gigantisch. Aber ich will einfach mal schauen, ob es vielleicht dann noch jemand anderen geben könnte mit drei Blitzen. Aber bis jetzt ist Ibrahim natürlich der Favorit. So. Lass mir gerne einen Kommentar hier und oder einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Eure
Sag ihn halt auch. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.